In diesem Podcast geht es darum, berufliche Hindernisse auf mentaler Ebene aufzudecken und Lösungen wie Möglichkeiten zu besprechen. Alles dreht sich hier um die innere und äußere Klarheit. Das ist der Weg zur langfristigen Klarheit und Leichtigkeit. Willkommen zum Mindleader Podcast. Liebe Mareike, ich finde es schön, dass du da bist. Wir haben ganz kurz über Kommunikation gesprochen und darum geht es auch heute teilweise zumindest, dass die Kommunikation mit Menschen manchmal auch so wie mit Kindern ist, was gar nicht gegen den Respekt der Menschen gemeint ist. Aber darüber reden wir gleich. Erstmal Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast und dass du heute deinen Mehrwert hier lieferst. Ja, vielen Dank für die Einladung, Patrick. Ich freue mich, dabei zu sein und schau mal, was für einen Mehrwert ich denn bieten kann. Genau, denke ich auch. Ich habe ein bisschen recherchiert natürlich, habe geguckt, was du so alles machst. Und ich muss sagen, ich habe vorher nichts davon gehört. Vielleicht magst du gleich davon noch mal erzählen. Es gibt auch einen riesen Umbruch intern von Hausschild Speedmixer. Und was hat es mit dem Familienbusiness so auf sich? Was genau machst du und was ist da daran so besonders? Ja, also wir sind ein Unternehmen, ein kleiner Mittelständler aus Nordrhein-Westfalen im Maschinenbau, Spezialmaschinenbau. Und mein Vater hat vor 40 Jahren diese Erfindung quasi gemacht. Also das Produkt, was wir heute noch herstellen am Standort, hat er erfunden. Und ich bin als kleines Kind schon damit groß geworden, dass das eben das ist, was unsere Familie bewegt seit 40 Jahren. Ich selber bin aber nicht direkt in die Nachfolge gegangen. Okay. Was genau ist das, was ihr macht? Was stellt ihr genau her? Also das ist eine rührwerklose Mischtechnologie. Man muss sich das so vorstellen. Jeder kennt wahrscheinlich den Thermomix oder ein Mischgerät mit einem Stabmixer. Und da hat man ja einen Stab drin, um das Ganze zu vermengen. Und mein Vater hat das erfunden, dass das Ganze ohne Rührwerk funktioniert. Man hat also einen Dreharm in einer Maschine, da setzt man einen Becher rein und es geht in einer Rotation, Gegenrotation, Bewegung. So schnell mit 3500 Umdrehungen zum Beispiel, da hat man mal eine Vorstellung, dass die beiden oder mehreren Substanzen, die man vorher in den Becher gefüllt hat, homogen vermischt werden. Mhm. Und das ist ein riesiger Vorteil, weil es A schnell ist und B ohne Rührwerk wenig zu reinigen und C, weil Materialien, die sonst schwer gemischt werden können, überhaupt mischbar gemacht werden. Und unser Einsatzgebiet ist eigentlich im Bereich Forschung und Entwicklung, Materialentwicklung, Formulierung von neuen Rezepten. Und ich werde ganz oft nach der Branche gefragt und dann sagen wir immer von A bis Z. Also wir werden in jeder Branche eingesetzt, von Aerospace, also ich bin da sehr englisch unterwegs leider, Entschuldigung, Luftfahrt, Raumfahrt, Klebetechnik, Automotive, Pigmente, Farben und Lacke, Kosmetik, Medizintechnik natürlich, Silikone, Polyurethane, überall muss gemischt werden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn wir aus dem Haus gehen, hast du wahrscheinlich schon 10-mal irgendwas in der Hand gehabt, was irgendwie gemischt wurde mit unserer Technologie. Wow, okay. Das habe ich nicht in der Recherche mitbekommen, dass ihr so breit aufgestellt seid. Und das heißt ja auch, ihr steht für Qualität. Definitiv. Oh, definitiv. Also das war immer das Credo meines Vaters und das haben wir übernommen. Und das ist auch ein Verkaufsargument. Immer noch darf man sich ruhig auf die Schulter klopfen. Made in Germany ist da durchaus, gerade im Bereich Maschinentechnik, Maschinenbau, immer noch ein Argument, ja. Sehr schön. Ich finde es sehr, sehr schön, dass ihr auch ein Family-Business habt, dass ihr das wirklich groß aufzieht. Und wir hatten es ja auch gerade kurz vor dem Interview ein bisschen besprochen oder du hast ein bisschen reingucken lassen, dass du auch strategisch fürs Branding auch in die Welt rausgehst und quasi dich zeigst. Wie sieht das aus? Warum willst du das machen? Ich meine, gut, wir sind irgendwie alle auf Social Media unterwegs oder die meisten, vielleicht bis auf die Deutsche Bank. Was ist der Grund, warum du mehr rausgehen willst und dich zeigen willst? Ja, das ist eigentlich ganz einfach erklärbar. Wir waren immer ein klassischer Hidden Champion. Also, und da war man ja früher sogar stolz drauf, wenn man als Hidden Champion irgendwo betitelt wurde. Ein kleines Unternehmen aus Hamm. Hamm kennt man oft auch nicht. Und wir sind in der ganzen Welt unterwegs. Das war immer eine tolle News Story, aber es wurde nicht weiter verfolgt. Jetzt haben wir natürlich in Zeiten von Fachkräftemangel erstmal das große Thema Employer Branding, Arbeitgebermarke. Das heißt, wir müssen uns als Unternehmen ja auch irgendwo in der Öffentlichkeit darstellen, dass wir ein cooler Arbeitgeber sind, weil sonst bekommen wir die Mechatroniker und Elektroniker für unsere Fertigung nicht. Also ich spreche da gerade diese handwerklichen Berufe auch an.
Und das ist die eine große Schiene. Und die andere große Schiene hat ein bisschen mit unserem Marktgeschehen per se zu tun. Wir sind halt global aufgestellt. Ein riesiger Absatzmarkt ist die USA. Und da haben wir eine etwas schwierige Konstellation, weil wir von unserem langjährigen Distributor ja, hintergangen worden sind und der hat seine Konkurrenztechnologie aufgebaut. Und wir müssten jetzt, also müssen die gesamte Kundschaft, die wir da in den USA hatten, über ihn wieder erreichen. Und das haben wir gerade in Zeiten der Pandemie über Social Media, über das digitale Netzwerk gemacht. Also es ist wirklich rein strategisch, dass wir da so unterwegs sind. Ja, okay, das klingt nach sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Struktur und Selbstdisziplin. Wie sieht dein Alltag aus? Also ich muss dazu klarstellen, ich habe ja meinen Ehemann mit ins Unternehmen gebracht, den Schwiegersohn in dem Sinne. Und wir teilen uns das ganz klassisch auf. Er ist auch Ingenieur von Haus aus. Ich komme aus der BWL-Richtung. Und er macht die operative Leitung per se. Und ich bin für den Bereich Vertrieb und Marketing zuständig. Also die ganzen Vertriebler unterstehen mir und die ganze Öffentlichkeitsarbeit untersteht mir. Und ich bin ja zudem stolz und auch glückliche Mutter von zwei Kindern. Und das ist mir auch wichtig, dass ich da, und das gibt mir natürlich als Unternehmerin wieder die Freiheit, sehr flexibel arbeiten kann. Das heißt, es ist alles eine Frage der, ja, Organisation, ne? Also Selbstorganisation. Die Tage sind durchgetaktet, sagen wir es mal so. Und ein gutes Netzwerk mit Großeltern, die helfen, wenn Bedarf entsteht. Sehr schön. Ja, klasse. Ja, gut, also viele strugglen ja schon als Solopreneur oder ein Kleinunternehmen oder ähnliches oder auch einen kleineren GmbH. Du bist ja schon weltweit aufgestellt, auch wenn ihr es aufgeteilt habt. Finde ich es wahnsinnig, also beeindruckend, wie das funktioniert. Und ich habe jetzt gelesen bei LinkedIn zum Beispiel, ihr habt eine 700.000 € Halle als Lager. Ist das richtig? Okay, also seid ihr gewachsen und deswegen bräuchtet ihr eine größere Halle oder? Ja, mit Übernahme in die zweite Generation haben mein Mann und ich uns natürlich angeguckt, wo sind Baustellen. Und eine Baustelle war die Abhängigkeit des USA-Markts, die war sehr groß. Und dann haben wir erstmal geguckt, wo gehen wir vertrieblich denn noch hin? Wo sind denn Märkte, die wir noch weiter bedienen können, um uns auch ein bisschen aus dieser Abhängigkeit rauszunehmen? Und wir sind extrem gewachsen. Erstmal, wie sagt man, organisch gewachsen, aber durch Ausweitung der Märkte. Das war ein großes Thema. Und bei uns haben wir halt Volumen im Bereich von den Bechern, von denen ich erzählt habe, die einfach viel Platz wegnehmen und die wir dann auf Lager haben müssen. Und das war vor Pandemiezeiten. Da haben wir ein Lager aufgebaut. Wir haben danach, das steht vielleicht nicht so ganz daran, wir haben auch noch ein Konstruktionsgebäude aufgebaut. Da ging es nur um Forschung und Entwicklung, weil wir natürlich als Technologievorreiter unheimlich Wert darauf legen, die Forschung und Entwicklung zu betreiben. Auch da haben wir einen Neubau geschaffen. Also wir sind gewachsen, ja, Sehr definitiv. schön. Und Hamm, muss ich sagen, ich muss ein bisschen grinsen, weil als ich Hamm gelesen hatte, in Hamburg gibt es ein Stadtviertel, das heißt so. Ich denke mir, hey, die kommt doch nicht aus Hamburg. Aber das war schon sehr interessant. Das ist ja schon ein bisschen weiter weg. Ich habe auch ein bisschen geguckt, wo du vorher schon warst. Also ich hatte gesehen, du warst bei DuPont. Warst du? Oder? Ja, DuPont ist jetzt, die Firma ist zweimal verkauft worden. Ich erkläre das Oh, ganz kurz. ja. Ich war bei einem klassischen Start-up. Vier Männer, eine Frau haben angefangen in München im Bereich Wasseraufbereitung. Das hieß damals Inge AG, ein Unternehmen aufzubauen, das mittlerweile dann an BASF und dann an DuPont verkauft wurde. Also von daher steht da jetzt DuPont. Es war aber mal ein Start-up. Ja, das war meine erste technologische Ja. Karriereleiter, genau. Finde ich interessant. Also nicht überall, aber überwiegend hattest du, glaube ich, auch Führungsrollen. Sehe ich das richtig? Ja, ich bin da so reingerutscht, ne, weil als ich nach China soll, oder als ich bin als Marketingleitung reingerutscht da in diesem Startup und dann kam die Frage, wer geht denn nach China und macht da unseren Markt? Und ich habe dann gedacht, mal ganz naiv hier geschrien. Und dann war ich natürlich automatisch die führende Position in China, weil ich die erste und einzige war und habe mir dann mein Team zusammen dort vor Ort aufgebaut. Und das hat mir natürlich
gleich wahrscheinlich auch ein bisschen von zu Hause mitgegeben, dieses Unternehmertum von meinem Vater vorgelebt, mich immer wieder in diese Rolle der Führung gebracht, auch im anfolgenden Job, wo ich dasselbe, das Aufbau eines Marktes nochmal in Abu Dhabi gemacht habe für ein spanisches Unternehmen, ja. Ja, okay. Bis heute, was war so deine größte mentale, psychologische Herausforderung für dich, wo du dran gewachsen bist? Definitiv, also einmal glaube ich, der Nachfolgeprozess per se, weil wir den ungecoacht und einfach mal so blank hingenommen haben. Und ich glaube, da ist teilweise eine Begleitung vielleicht in der Nachfolge gar nicht unwichtig, weil das ja viele Themen, persönliche und geschäftliche, miteinander vermischt. Ne? Man spricht als Vater und als Tochter und als Ehemann und aber auch als Chef und Chefin. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die habe ich so nicht kommen sehen. Aber mit gesundem Menschenverstand lässt sich da auch viel lösen und mit Kommunikation, ganz wichtig. Aber aktuell muss ich dann wirklich sagen, es ist diese persönliche Enttäuschung, die wir jetzt auch im Rechtsstreit abbilden. Ich glaube, das ist unsere größte mentale Herausforderung, weil man muss sich vorstellen, wir sind ein gesundes Unternehmen. Seit 40 Jahren haben wir mit gutem Eigenkapital eben gewirtschaftet. Dann kommt die Pandemie, dann kommt dieser Vertrauensbruch und wir haben wirklich gedacht, wir müssen schließen. Also wirklich von einem Tag auf den anderen haben wir uns als Familie hingesetzt, meine Eltern, mein Mann und ich, und haben überlegt, was können wir denn jetzt machen, wenn es hart auf hart geht? Und das war eine Situation, die für mich, die ja immer irgendwo auf der Sonnenseite des Lebens stand, privilegiert, total schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat es euch als Familie noch mehr zusammengebracht? Diese, Definitiv, ja, ne? definitiv. Okay. Wie seid ihr da dran gegangen? Ist es so, dass ihr euch dann gesagt habt, okay, Katastrophe, Katastrophensituation, lass uns mal zusammensetzen und einen Schlachtplan, Strategie ausarbeiten, was wir machen sollten und können? Ja, also definitiv, da war natürlich die jahrelange Lebenserfahrung und Wirtschaftserfahrung meines Vaters sehr hilfreich. Der hat ja viele Krisen kommen und sehen gehen. Kommen und sehen gehen, war das? Ja, nee, kommen. Also du weißt, was Kommen. ich meine. Und dann haben wir uns aber hingesetzt. So, das ging bis ins Detail. Ne? Wo können wir hinziehen? Was machen wir? Wo können wir Einsparungen? Was ist das Notwendigste? Und haben halt Szenarien ausgearbeitet, wie es denn sein könnte. Zum Glück ist es ja nicht zum Worst Case gekommen, aber das waren schon ein paar anstrengende Wochen, ja. Ich finde es sehr interessant, denn ich sage es mal, der Durchschnitt, ohne es böse zu meinen oder zu bewerten, der Durchschnitt ist ja eher angstgetrieben und sagt dann, okay, Katastrophensituation und dann Kopf in den Sand. Ja? Oder man sucht einen Schuldigen. Das ist immer, aber auch jeden Fall, auf jeden Fall immer jemand anders. Und es ist natürlich einfacher. Aber ich finde es sehr schön zu sehen, wenn Menschen einfach zusammenhalten, das ist das eine, und auch den klaren Kopf behalten. Nicht den Schuldigen innerhalb der Familie gesucht haben, zum Beispiel jetzt bei euch, wenn es der Fall ist. Und dass man sagt, okay, was sind unsere Möglichkeiten? Und nicht in der Katastrophe hängen bleiben. Und wenn man sich die Möglichkeiten raussucht, ja, oder bespricht und dann kann man eine Möglichkeit sehen, wenn man eine sieht, sieht man vielleicht schon die zweite. Und dann ist man auch wesentlich gelassener. Ist das bei euch auch so, jetzt unabhängig von der Firma, dass ihr generell schon immer zusammengehalten habt? Ja, also ich glaube, da ist ein bestehendes Wertesystem innerhalb der Familie, was das irgendwie mit, also für mich ist das so normal. Deswegen, wenn ich das jetzt so gefragt werde, dann ist das für mich fast schwierig zu antworten, weil ich damit aufgewachsen bin und witzigerweise auch mein Mann das noch verstärkt irgendwie als Italiener, vielleicht auch kulturell, ne, die sind ja sehr familienorientiert, mitbringt und das hat uns, ja, er sagt immer, er spricht immer von so einem Tannenzapfen, Lapinia heißt es, ne? Okay. Und die sind ja so eng zusammen und das ist, finde ich, so eine schöne Metapher eigentlich. Ja, so sind wir halt, ne? Und das, was du vorher angesprochen hast, ist ganz wichtig, dass man nicht in der Krise hängen bleibt und den Schuldigen sucht. Auch da, es gibt immer zwei. Also natürlich haben wir unsere Schuld auch an dieser Situation, aus irgendwelchen Gründen fehlgeleitete Kommunikation mit dem ehemaligen Partner, die sehen wir auch. Da hätte wahrscheinlich einiges besser laufen können, um diese Situation zu vermeiden. Vielleicht, who knows. Ja. Es gehören immer zwei dazu.
Das Und stimmt. dann aber sich aufzuraffen und zu sagen, also diesen Pragmatismus, ja, aber was können wir denn jetzt tun? Das ist, glaube ich, was ich ganz tief in mir drin habe und wahrscheinlich von meinem Vater vorgelebt habe. Es nützt ja nicht, sich zu beklagen und sich zu verstecken. Du musst ja irgendwie den Karren jetzt aus dem Dreck ziehen, auf gut Deutsch gesagt, ne? Ja, machen. Das ist Machen, ja. das eine Wort, ne? Machen. Also ich finde es interessant, in Amerika gibt es ja in der Filmbranche den Producer und den Executive Producer. Und da habe ich mich mal gefragt, okay, warum gibt es denn beide? Warum gibt es da nicht den einen, der das generell dann auch ausführt, also Executing? Und letztendlich in der Gesellschaft ist es auch so. Es gibt die Executor und es gibt die, also Executive Producer und es gibt die normalen Producer, also produzieren, machen, der Standard. Und ausführend ist auch mit Verantwortung verbunden. Und für manche Menschen bedeutet das Druck. Und diesen Druck wollen die halt nicht spüren, deswegen gehen sie mal ein, zwei Stufen weiter runter und können sich schön entspannen, machen Standardarbeit und fertig ist das. Und Lösungen zu finden, Möglichkeiten zu finden, ist manchmal, also je nach Intensität des Problems oder des Hindernisses, natürlich nicht so einfach zu kriegen. Wenn es einfach wäre, dann hätten wir alle keine Probleme. Nur es gibt ein Zitat von dem Coach, wo ich die Ausbildung gemacht habe, den Tim Grover aus Amerika in Chicago, und der sagte: Es gibt keine Probleme, es gibt Situationen, die eine Lösung brauchen. Und wir sind dafür da, um die Lösung zu kreieren, zusammen oder alleine. Und das finde ich, ist es ein ganz anderer Ansatz, wenn die Sprache, deutsche Sprache, ist an sich sehr klar und deutlich. Wir benutzen sie, finde ich, nicht oft passend. Nicht im Sinne von falsch, richtig, sondern oft unpassend. Es ist wie bei Profisportlern, die dann sagen, auch Unternehmer sagen sowas. Ich darf keine Miese machen, ich darf nicht verlieren, ich darf dies nicht. Das ist alles so negativ belastet, anstatt zu sagen, ich schaue mal, was ich machen kann, ich gebe mein Bestes. Ja, und Aber wenn da ich, sprichst du, ja. das ist viele, also es gibt ja den Satz, umgib dich mit Gleichgesinnten. Und ich finde, der ist, also der ist nicht falsch, aber der ist ein bisschen veraltet, denn umgib dich mit Gleichgesinnten heißt auch, die denken so wie du und sehen dann aber auch die gleichen Sachen nicht, die du sehen solltest, die sie auch nicht sehen. Sondern umgib dich mit Menschen, die auch so sind wie du, plus Menschen, die einen anderen Rechenweg haben, um zu einer Lösung zu kommen. Das heißt, die denken ja schon wieder ein bisschen anders als du selbst. Und so hat man ein größeres Spektrum an Möglichkeiten, finde ich, was wiederum auch eine stärkere Resilienz als Endresultat mitbringt. Ich würde das gerne noch ergänzen, und zwar umgib dich mit Menschen, von denen du was lernen kannst, die besser sind als du. Ja. Wir haben ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das in Deutschland spezifisch ist. Wir haben ja immer diese Vergleichbarkeit, dass dann schnell in, oh Gott, ich bin schlechter. Also dieses Negative, was du auch gerade schon gesagt hast. Wir benutzen sehr viel negativ konnotiert, was uns ja per se den Mindset schon irgendwie unterfährt. Also das ist ja eigentlich destruktiv. Ne, für die ganze Persönlichkeit. Und von dem her ist es, glaube ich, wichtig, da, ja, Amerika ist da für mich, Amerika ist nicht toll, um Gottes Willen, ist nicht der heilige Grat. Aber die haben so einige Themen, gerade im Bereich, ja, stolz sein auf etwas, etwas erreichen können, dafür gelobt werden, sich dafür feiern. Das tun wir viel zu wenig, weil man uns dann schnell als, weiß ich nicht, überheblich oder zu stolz oder wie auch immer abstempelt. Und das ist so ein, da könnten wir, glaube ich, noch ein bisschen besser werden, definitiv. Ja, es ist ein ganz starkes Erwarten und Bewerten. Hat man generell überall, finde ich. Nur in Deutschland ist es ein bisschen, vielleicht böse gesagt, verkorkst. So festgehängt ist das alles auch viel mit Schuld. Es geht ganz viel um Schuld, anstatt das zu sehen, okay, was ist denn hier passiert? Also analysieren und schauen, wie ist es dazu gekommen? Ist es schon mehrmals dazu gekommen? Wodurch? Vielleicht ist es durch mich alle 3 Monate dazu gekommen, weil ich das Verhaltensmuster habe, so und so zu reagieren. Man schaut da falsch drauf. Und da gibt es ein ganz tolles Beispiel. Es gab ein, also ich glaube nicht, dass es der einzige war, aber in Deutschland hatte ein Selbstständiger sich entschieden dafür, damit aufzuhören und als Angestellter zu arbeiten, hat sich dann beworben. Und der hat vorher sein Unternehmen selber an die Wand gefahren. Und das war auch so, für ihn war es einfach nur Kampf. Und deswegen wollte er jetzt aber nur als Angestellter arbeiten. So, und dann hieß es aber von dem potenziellen Arbeitgeber, warum sollten wir sie nehmen? Sie haben ihr eigenes Unternehmen an die Wand gefahren. Also sie scheinen anscheinend nicht zu verstehen, wie es richtig läuft. Dem ihn halt nicht genommen. Er ist rüber in die Staaten geflogen. Same story. Komplett gleich. Und die sagten, interessant.
dass sie ihr Unternehmen an die Wand gefahren haben. Das ist perfekt für uns, weil dann packen wir sie bei uns ins Risk Management mit rein. Sie kennen die Anzeichen, wenn es schief läuft. Sie haben das schon durch. Dann können Sie uns vorher warnen oder uns darauf vorbereiten. Perfekt. Das ist letztendlich dieselbe Situation, selbes Thema, aber ein anderer Umgang. Ja, Ja, stimmt. das ist das, was du meinst mit den Amerikanern. Die haben eine andere Haltung zu sogenannten Problemen. Ich mir denke, da können viele was von abschneiden. Ich habe aber das Gefühl, dass viele Menschen versuchen, so zu sein, aber das überspielen, weil sie es nicht gelernt haben. Also man sagt, ah, ich habe gar keine Probleme. Und sie haben welche, aber sie wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber nach außen hin sagen sie, mir geht's gut, alles gut. Deswegen auch diese Floskeln, deutsche Sprache, alles gut. Es ist nie alles gut, aber vielleicht überwiegend. Ne? Und in der Sprache finde ich auch, ich habe ja einiges von dir auch mal angeschaut, auch vom Text her. Für mich, wenn ich da falsch liege, korrigiere mich, aber bist du auch sehr geradlinig, sehr klar und deutlich in der Sprache. Das heißt, du weißt auch, was du willst. Hast du das lernen müssen oder hast du das so schon immer irgendwo in dir getragen, diese Klarheit? Es gibt einen prägenden Satz von meinem Vater und ich glaube, meine Kinder leiden da auch schon in Anführungsstrichen drunter. Mein Papa immer sagt, hat immer gesagt, drück dich präzise aus, Mädchen. Sag, was du willst. Also, und das hat er konnte das absolut nicht haben, wenn man rumgeeiert hat und irgendwie nicht auf den Punkt gekommen ist, weil er sagte, dann weiß doch dein Gegenüber gar nicht, was du willst und du willst doch was erreichen. Also drück dich um Himmels Willen klar aus, auf den Punkt gebracht. Und von dem her ist das, glaube ich, mittlerweile, also in mir drin und eine gewisse Sprachenaffinität habe ich wahrscheinlich sowieso genetisch. Und das ist dann für die deutsche Sprache, denke ich, auch hilfreich. Ja, und ich finde, man muss sich einfach bewusst machen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ich jetzt ja nicht gar nicht so sehr, aber das, was ich mache, ist ja dann auch öffentlich, dass meine Sätze, meine Worte, dass die irgendwas bewirken können, sollen. Aber eben auch, ich muss auch genau gucken, was können Sie denn negativ oder was darf ich denn nicht sagen, damit ich damit nicht irgendwas auslöse, was ich gar nicht will. Also Sprache ist schon ein wichtiges Instrument, definitiv. Ja. Wenn wir dabei bleiben mit der Sprache, du hast erwähnt, dass du nach China gegangen bist. Korrekt. Wie war es für dich, so die erste Woche in China zu sein? Wie ist das abgelaufen? Was waren so die größten Hürden für dich und was war vielleicht leichter, als du vorher gedacht hast? Erste Woche. Also, da ist man ja erstmal völlig reizüberflutet. Ne? Das war Anfang 2000 irgendwie. Da war noch keine Olympiade in Peking, also Englisch noch weniger vorhanden. Ich hatte natürlich einen Dolmetscher, der sprach Deutsch und nicht mal Englisch. Wäre für mich fast noch einfacher gewesen auf Englisch. Was mir sofort aufgefallen ist, die chinesische Sprache ist grammatikalisch schwach. Also die haben keine Grammatik, die haben keine Zeitformen zum Beispiel, die benutzen halt diese vier Töne, ne? Wo man aufpassen muss, wie man diesen Ton ausspricht. Kann ich ein lustiges Beispiel erzählen? Wir haben unsere Membrantechnologien für die Wasseraufbereitung, heißt Chimifeng. Und wenn man das falsch ausspricht, dann heißt das Heroin. Also da bin ich dann relativ schnell drauf gekommen, wie diese Feinheiten eigentlich sind in der chinesischen Sprache im Aussprechen. Aber grammatisch haben die nur ich, du, er, sie, es geht. Und dann haben die nur ein Füllwort oder ein Indikatorwort, um dann gestern, morgen, heute oder wie auch immer zu beschreiben. Also das war für mich beeindruckend, weil die deutsche Sprache oder die lateinische oder wie auch immer ja sehr grammatikalisch stark sind. Und das ist in China zum Beispiel gar nicht so. Und was mir auch sofort aufgefallen ist, ist, wenn man nur zwei Sätze sagt, das lieben die Chinesen. Also die fanden das sehr wertschätzend, wenn man sich nur so ein bisschen drum kümmert, dass man wenigstens Hallo sagen konnte auf Chinesisch. Deswegen habe ich mir das auch relativ schnell angeeignet. Ja. Ansonsten ist es halt ein ganz anderes Arbeiten. Okay. Auch Kommunikation ganz anders. Es gibt ja kein Nein. Du darfst ja dem Gegenüber nicht die Möglichkeit auftun, dass er irgendwie Nein sagen muss, weil dann bringst du den in solche Schwierigkeiten. Das war auch so ein Thema, ein großes Learning für mich, ne? Das heißt viel, viel mitdenken und vorausdenken, oder? Definitiv. Also das stelle ich mir sehr komplex vor. Ich denke, man gewöhnt sich an alles, aber das ist schon nicht ohne. Wenn man da wirklich mitdenken muss, also Tonlage, ja, kenne ich. Und andere Frage, ist das Chinesisch gewesen oder Mandarin? Mandarin, also ich habe nicht Kantonesisch gelernt, also das, was unten im Süden gesprochen wird, sondern das
Hochdeutsche, Chinesisch, das Mandarin, ja. Ja, okay. Und geschäftlich, wie ist das mit denen, also wie ist das in Anführungszeichen mit denen gewesen? Ist das ein einfacher Umgang, auch ein klarer Umgang, oder ist es sehr kompliziert und komplex? Also wenn man die Regeln kennt, ist es im Sinne einfach, weil man sich dran halten muss. Aber es ist schon komplex, weil die ja ein ganz anderes Denken haben. Du musst ja wirklich da dich öffnen, damit sie das Vertrauen gewinnen können, dass sie mit dir Geschäfte machen. Da reicht nicht eine Transaktion, dass man sagt, hallo, hier ist mein Produkt, das ist toll, wir geben dir einen tollen Preis, wir gehen wieder. Nein, es läuft alles über Geschäftsessen. Manchmal mittags, manchmal abends, beides mal, wo lange einfach am Tisch gesessen wird, gesprochen wird, Anekdoten getrunken, und gar nicht auf das Produkt per se eingegangen ist. Und das wird dann irgendwann mal von den Einkäufern im zweiten Schritt dann so nachträglich quasi abgehandelt, wenn man sich einig ist, ja, der kann ich vertrauen, von der kaufen wir das jetzt. Ja. Ich finde es schön. Das könnte man gerne überall etablieren, dass man einfach essen geht und dass man sich näher kommt und sich wirklich kennenlernt und merkt, okay, was steht denn da eigentlich hinter? Ja, wenn der Alkohol nicht dabei sein muss, weil das war in China extrem, das war was, worunter ich sehr gelitten habe, weil ich das nicht machen wollte. Das war für mich anstrengend, ganz ehrlich, ne? Okay. Alkohol ist Aber aber immer mit dabei, oder? immer, Okay. immer. Also da wird, weil in vino veritas, das leben die, ne? Also die denken halt, wenn du getrunken hast, bist du du selbst, weil du dann dich nicht mehr so unter Kontrolle hast, wie wenn du eben nicht unter Rauschmittel stehst. Das ist schon sehr krass, wenn man sich das so überlegt, eigentlich, ne? Verrückt. Da denke ich, da kommt mir gerade Japan hoch, weil das, glaube ich, noch wesentlich schlimmer ist als in China. Ja, Japan, Korea, die ganzen Märkte, die Ja, sind so, ja. Wahnsinn. Jetzt mal eine interessante Frage, weil du ja in China warst, aber auch in Deutschland unterwegs bist oder global auch. Gibt es für dich aus deinem Erfahrungswert immense Unterschiede zwischen den Mitarbeitern in verschiedenen Ländern, also vom Verhalten her in der Kommunikation mit dir oder zwischen euch? Definitiv. Inwiefern? In, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass in Deutschland das Gespräch sehr einfach ist im Sinne von Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Das, was du vorhin gesagt hast, Druck, Angst, Fehler zu machen, das ist sicherlich auch gang und gäbe und wichtige Themen hier. Da liegt es als Arbeitgeber an uns, immer wieder die Türen offen zu machen und zu sagen, komm, was, ich fand das so wichtig, das möchte ich ganz gerne nochmal sagen. Du hast darauf gesprochen, du musst beim Fehler darauf gucken, wo ist der passiert? Nicht, warum ist das passiert, wer ist der Schuldige, sondern was können wir am System und an der ganzen Kette ändern, damit diese Fehler nicht passieren. Ne? Also das nochmal als Parenthesis, um die Klammer wieder zu schließen. Das ist in Deutschland sicher nicht einfach, aber einfach her. In China wird niemals jemand einen Fehler zugeben, weil das absoluter Gesichtsverlust ist. Also muss ich mit meiner deutschen Mentalität mich völlig umdenken, meine Fragen anders stellen, meine ganze Arbeitsweise umstellen, damit ich Ergebnisse bekomme, die ich brauche, ohne dass der Gegenüber das Gesicht verliert. Ich meine, klar möchte man in Deutschland auch nicht bloßgestellt werden oder das Gesicht verlieren, aber es gibt ja Beispiele, dass die sich dann hinterher wirklich auch umbringen. Ganz krasse, ne? Weil sie nicht mehr vor ihre Familie treten können, weil die so das Gesicht verloren haben. Also das ist schon, finde ich, sehr schwierig. Ich habe dann so einen Mittelweg gefunden und habe dem Team auch immer gesagt, Leute, ich bin deutsch, so ein bisschen den deutschen Bonus müsst ihr mir geben. Ich will euch ja nur helfen. Die Kommunikation ist dazu da, um die Ergebnisse zu verbessern. Also nehmt es mir nicht persönlich. Das war so im Team okay. Vor den Kunden natürlich wieder ganz anders. Ne? Also ja, habe Okay. ich damit die Frage beantwortet, so ein bisschen Ja, zusammenfassend. dachte. Ja, ich finde es halt interessant, mal wirklich eine andere Perspektive zu sehen. Gerade China ist ja erstmal ein komplett anderer Raum. Also ich bin da ja auch in verschiedenen Ländern unterwegs gewesen, aber China ist noch nicht auf der Karte gewesen bei mir. Kommunikation in Deutschland mit den Mitarbeitern. Du hattest vorhin was angesprochen und das finde ich sehr interessant, denn ich sehe es genauso oder sehr ähnlich, dass es manchmal ist, als wenn man mit Kindern spricht, was es nicht bewertend ist im Sinne von negativ, sondern es ist wirklich so, du hast zwei Kinder, richtig? Genau, Genau, seit ich habe auch zwei Kinder und ich bin auch Trainer im Oberliga-Team und hatte früher auch Kinder trainiert. Und ich finde es so interessant, dass man
wenn Erwachsenen, also mit Erwachsenen halt manchmal sprechen muss, als wenn sie 13 sind oder 6. Und um Dinge besser zu verstehen. Gar nicht, weil sie blöd sind, sondern wirklich, um, damit sie etwas besser verstehen, und muss man deren Sprache sprechen oder die Art und Weise, wie sie sprechen, auch sprechen, damit das besser ankommt. Also ist das für dich eine Hürde oder hast du diese Situation generell? Weil ich bin jetzt von mir ausgegangen, ne? Hast du solche Kommunikationsthemen, wo du sagst, okay, ich darf jetzt ein bisschen aus einer anderen Perspektive drangehen, damit die Person das versteht oder umsetzen kann? Ich möchte das gar nicht so sagen, dass ich mit denen sprechen muss wie mit Jugendlichen oder Kindern. Mir geht es eher um die Art und Weise, dass wir vergessen, oftmals, wenn wir Kindern wertschätzen, wir erziehen unsere Kinder mit Wertschätzung, mit Kinder wollen gesehen werden, Kinder wollen Bestätigung, Kinder möchten wissen, dass sie was gut gemacht haben. Nur dann können sie florieren, wachsen und Selbstbewusstsein entwickeln, auch für das Leben bewandert zu sein, ne? Nicht umsonst, gib ihnen die Reife, um dann irgendwann fliegen zu können. Und darauf beziehe ich mich, wenn ich sage, das ist bei den Mitarbeitern nicht anders. Die haben genau die gleichen Bedürfnisse. Sie wollen gesehen werden, sie wollen wertgeschätzt werden, sie wollen be dazu gehören, gesagt bekommen, das hast du jetzt gut gemacht, um dann zu fühlen, okay, ich kann meinen Job machen, ich kann die Verantwortung übernehmen und da komme ich zu dem zurück, was ich vorhin mit Fehlerkultur gesagt habe. Wenn mein Mitarbeiter Angst haben muss zu sagen, ich habe da irgendwie was falsch gemacht, ja, dann wird er sich ja nicht öffnen. Und dann kann ich aber auch nicht an den Fehler ran. Und wenn mein Kind das Gefühl hat, es muss mit einer 6 nach Hause kommen und wird beschimpft, ja, dann wird es nicht nach Hause kommen und mir die 6 geben, sondern anfangen, irgendwie zu vermeiden und im schlimmsten Fall eine Unterschrift zu fälschen oder so. Das ist das, wenn ich sage, es ist wie mit Kindern. Ne? Also, Ja, ja. auf jeden Fall, da stimme ich dir auf jeden Fall mit zu. Ich finde, was dahinter steht, ist auch dass man an Bedeutung gewinnt. Also nicht, gewinnen ist vielleicht das falsche Wort. Jeder braucht auch einen Sinn im Leben, jeder braucht Zuspruch, jeder braucht im Sinne von, hey, du hast einen Fehler gemacht, aber lass mal zusammen schauen, woran das gelegen hat. Ja, lass mal gucken, wo das Ganze herkommt. Ich bin mir ziemlich sicher, das kriegen wir raus. Hast du Lust? Dass man da wirklich auch hintergeht und sagt, hey, was du vorhin besprochen hast, Thema Fehlerkultur, wirklich gesund aufarbeiten und sagen, komm bitte auf mich zu, wenn du das Gefühl hast, dass du etwas falsch gemacht hast, und komm zu mir mit dem Gewissen oder mit dem Wissen an sich, dass du von mir keinen Ärger bekommst, sondern ich bin selber neugierig und würde gerne wissen, wie der Fehler entstanden ist und was wir dann tun können. Ich finde, wenn man so mit den Menschen halt auch redet, dann sind die eher bereit zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich weiß, das kriege ich jetzt nicht auf den Deckel, sondern eine Idee oder eine Anregung oder eine Möglichkeit. Das ist schon wesentlich besser. Ich sehe das sehr selten, muss ich sagen. Es gibt also Unmengen an vielen Menschen, die so sind. Es fällt, glaube ich, weniger auf, weil die meisten das für sich behalten. Das ist auch, finde ich, so eine, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, deutsche Kultur. Dieses ganz leise sein, bloß nicht auffallen, Hauptsache Arbeit machen. Ich bin pünktlich da, ich gehe pünktlich und fall nicht auf. Ja, wenn ich auffalle, oh Gott, dann bin ich auf den Radar und dann kann alles Mögliche passieren. Und ich finde, wenn man ein Familienunternehmen führt, wie ihr es tut, dann hat man da auch die Verantwortung, eben halt diese Fehlerkultur gesund aufzubauen, was ihr ja tut. Was ist so für dich so der treibende Motor, dass du anscheinend, sag ich jetzt mal, mit einem guten Beispiel vorangehst? Das kann ich ganz einfach beantworten. Alleine ist niemand erfolgreich. Also unser Unternehmen, da gibt es Mitarbeiter, die sind 40 Jahre dabei, die wissen mehr als ich und als mein Mann. Wenn wir die nicht haben, dann sind wir ja quasi wertlos. Also jeder bei uns ist ja wirklich, leistet seinen Beitrag dazu, dass wir erfolgreich sind und da sind, wo wir heute sind. Und da kann ich ja nicht. Das kann ich ja nicht nur mir zugute tun. Und da muss ich ja alles dafür tun, dass meine Mitarbeiter sich auch wertgeschätzt fühlen, damit sie bei mir bleiben, und wir das zusammen erreichen. Und das ist mir so wichtig, dass sie sehen, dass wir wertschätzen, dass wir nur zusammen irgendwie was erreichen. Und da gehören eben, glaube ich, diese Arbeit am Unternehmen, sagt man ja auch immer, dazu, sich mit diesem Thema fehlt. Also wenn ich meine Mitarbeiter frage, werden die bestimmt sagen, na ja, aber da haben wir bestimmt Potenzial, uns zu verbessern. Und das sehe ich auch so, ne? Und ich möchte auch nicht immer als diejenige da vorne anstehen und sagen,
Wir, also es muss ja gelebt werden, ne? Ja. Von dem her hier auch nochmal der Aufruf an alle, die das hören, kommt mit euren Fehlern zu uns, ne? Ich glaube, auch das ist so ein Prozess, dass man nicht nur redet, sondern dass es dann wirklich auch mal passiert. Und das ist ein schwieriger Prozess, das darf ich auch zugeben. Bei mir stehen die nicht Schlange und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Also, ja. Das braucht Zeit, ne? Ja. Zeit und absolutes Vertrauen. Das kommt Genau. halt auch nur mit der Zeit. Vor allem, glaube ich, auch wenn der Chef, die Chefin offen zeigt, oh, da habe ich anscheinend einen Fehler gemacht, ist mir was entgangen. Ich schaue mal, wie ich das fixen kann. Oder wir. Ja, das finde ich ganz interessant. Neulich habe ich so ein Beispiel, da ist mir irgendwas total durchgerutscht. Und ich habe dann einfach nur gesagt, oh Gott, das habe ich total vergessen. Also ja, dann ist das halt so. Ich weiß jetzt nicht, ob das relevant für den Mitarbeiterin ist, aber so ist es halt, ne? Und da muss man halt gucken, wie man jetzt die Kuh vom Eis kriegt. Kann doch jedem Ja, passieren. definitiv. Also viele normale Angestellte platzieren den Chef, die Chefin auf einen Olymp, wo der Chef oder die Chefin sich überhaupt nicht sieht. Ja, das ist Korrekt. auch ganz Ganz wichtig, schön. ja, Ja. ganz wichtiger Punkt. Danke, dass du das ansprichst, Patrick. Wir sind ja auch nur Menschen. Und ich finde, diese Distanz zu minimieren zwischen Arbeitgeber, Chef, Chefin und Arbeitnehmer, die ist mir ganz wichtig, weil nur zusammen können wir, habe ich ja gerade gesagt, was erreichen. Und wir sind ja nicht besser, nur weil wir Chef sind. Wir haben vielleicht mehr Verantwortung und haben einen anderen Drive, aber das heißt ja nicht, dass wir besser sind. Ja, gut, man kann in gewissen Bereichen besser sein. Es können aber auch die Angestellten untereinander, irgendwo ist der besser und da ist die besser. Es ist viel Bewertung mit drin, ja, viel Vergleich mit drin und dadurch erzeugt man sich selbst natürlich auch viel Druck. Und ich denke einfach, wenn alle ein bisschen ehrlicher zu sich selbst wären, dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher für jeden Einzelnen. Ich kenne das noch von früher. Ich habe früher bei IKEA gearbeitet als Analyst und Online-Marketer. Und irgendwann stand eine Frau neben mir, also mit einer Kollegin neben halt, und sagte: Oh Gott, er ist heute hier. Ich wusste gar nicht, was gemeint war. Und ich dachte mir: Okay, wovon redest du? Da ist er. Und ich dachte mir: Okay, kommt jetzt hier Most Wanted um die Ecke oder was ist los? Was ist passiert? Der ist ein Verbrecher oder ein Superstar? Was ist los? Ich hab, warte kurz, ich sag mal, was ist denn los? Ja, der Chef, Mensch, der Chef. Ich sage, okay, gut. Also manche sind da wirklich angestachelt, sodass der Charakter wirklich switcht. Und das finde ich nämlich sehr interessant. Vielleicht ist es für dich auch interessant. Menschen gehen. Also wir sind ja wir. Wir sind ja privat wie beruflich irgendwo dasselbe. Ja? Man hat zwar einen Beruf und man ist privat, aber man geht ja als privater Mensch zur Arbeit. So. Und wenn sie die Schwelle des Eingangs übertreten haben, dann benehmen die sich ganz anders. Und ich denke mal, warum macht ihr das? Ihr quält euch doch selbst. Entweder ihr passt hierhin oder ihr gebt nicht alles, finde ich. Ja? Und da hatte ich eine Frau, die ich einarbeiten sollte, sehr jung. Und wir mussten mit, oder wir haben mit zwei Monitoren gleichzeitig gearbeitet und drei verschiedenen Softwares zur selben Zeit. So, und die hat nach 7 Tagen ungefähr sitzt neben mir und weint, aber richtig. Und ich denke, okay, was ist denn jetzt los? Ich hatte mich verhört, ich dachte, warum weinst du? Das ist zu viel, ich kann das nicht. Ich so, okay, was genau meinst du? Ja, das alles hier, das ist mir zu viel. Ich sage, hey, du bist in einer Luxusposition, du hast 6 Monate Welpenschutz. Ja, 6 Monate, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und die passiert nichts. Aber sagen wir mal, worst case, was könnte denn passieren? Ja, ich könnte gekündigt werden. Ich sage, okay, ich habe schon gemerkt, wie viel Energie da drin ist, wie viel Fokus. Er sagt, okay, was passiert, wenn du heute gekündigt wirst? Ja, dann melde ich mich arbeitslos. Ich sage, okay, was machst du danach? Ja, dann bewerbe ich mich. Ich sage, was passiert in der Regel danach? Ja, dann habe ich einen Job. Ich sage, warum weinst du? Du tust so, als wenn dieses Geschäft das Einzigste auf diesem ganzen Planeten ist und es würde dich vielleicht abstoßen und verstoßen. So tust du es gerade. Entweder passt du hier nicht rein oder du gibst nicht alles. Das ist ein bisschen platt ausgedrückt, aber mach dir doch keinen Kopf. Du machst dich abhängig von einem Unternehmen. Es gibt noch in derselben Position zig andere Unternehmen. Entspann dich doch ein bisschen. Gib dir selber ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit, ein bisschen gelassen sein und Thema Fehlerkultur. Frag doch nach. Nach dem Motto, habe ich nicht verstanden, magst du mir das nochmal erklären? Ja, es ist traurig zu hören, dass es wirklich solche Drucksituationen, also ich meine, natürlich gibt es immer Drucksituationen, wenn man
wirklich daran hängt, dass man den Job behält und so. Ich verstehe das natürlich auch. Wir sprechen dann ja oft auch aus einer sehr privilegierten Situation heraus. Das möchte ich ja auch gar nicht zur Rede stellen. Aber ich fände es schade, wenn ich Mitarbeiterinnen hätte, die zur Arbeit kommen und die sich total unwohl fühlen, weil wir haben 8 Stunden mindestens oder ja, 8 Stunden, die wir zusammen verbringen. Und dann ist das Bauchgeschwür ja oder irgendeine Krankheit schon vorprogrammiert. Weil der Körper wird sich früher oder später wehren, wenn Unzufriedenheit, Druck und jeden auf einen einprasseln täglich. Und das nützt mir als Arbeitgeber, dann bin ich dann auch wieder, ne, nützt ja dann auch nichts, ein kranker Mitarbeiter. Ja, ich denke, auch daher rührt die typische deutsche Aussage, ich muss zur Arbeit. Ich sage, du musst nicht, du solltest, ja, Du wegen dem Geld, darfst. ne? Ja, du darfst, aber muss setzt immer Zwang voraus. Ja, es Ich stimmt. verstehe, was gemeint ist im Sinne von, Miete muss gezahlt werden, Versicherung, wenn man Kinder hat, dann das alles noch drumherum. Das kann ich verstehen, aber wenn man wegkommt von diesem Wording, muss zu, ich darf, ich kann, ich sollte, dann ist das ein bisschen leichter, meiner Meinung nach. Definitiv. Habe ich selber die Übung erlebt. Ich bin auch so ein Mensch, die sich teilweise zu vollpackt mit ehrenamtlichen Geschichten oder so. Und dann, du musst das noch und du musst das noch. Und irgendwann habe ich dann auch mal das einfach umgeswitcht und gedacht, ja, du darfst das machen. Und wenn du das nicht machen kannst, weil du es gerade nicht schaffst, ja, dann geht die Welt davon nicht unter, ne? Diese Leichtigkeit im Leben zu bekommen, ist, glaube ich, für jeden von uns Arbeit, aber ganz wichtig. Ja, definitiv. Und es ist interessant, dass du immer wieder den Punkt Sprache aufbringst, weil ich glaube, das ist, macht mehr mit uns, als wir uns das wirklich vorstellen. Aber das weiß man ja eigentlich auch, wenn man die Werbespezialisten haben ja nichts anderes zu tun, als irgendwie die richtigen Worte zu finden, um uns unterirdisch, wie sagt man denn, Subtil. subtil, genau, zu beeinflussen, ne? Also die Macht der Sprache, die ist definitiv da, ja. Ja. Wie bist du an den Punkt gekommen, dass du so gelassen bist? Ist das da der Einfluss deiner Familie, deines Vaters? Ich meine, du wirkst sehr gelassen und du hast super viel zu tun. Na, Wie frag kommt mal man meinen Mann, der sieht das da? anders. Es gibt bestimmt Momente, in denen ich gelassen bin und es gibt Momente, in denen ich total gehetzt bin. Und da leiden dann auch zum Beispiel, und das finde ich immer gar nicht gut, meine Kinder drunter, ne? Weil dann muss ich eigentlich zusehen, komm, Mädel, das ist Priorität Nummer 1 sind deine Kinder. Die dürfen das jetzt eigentlich nicht merken. Und da muss ich mich immer wieder selbst reflektionieren, zu sehen, wo kannst du jetzt wieder dich besser organisieren, was weglassen, was delegieren. Delegieren auch schwierig, muss man auch lernen. Ja, also von dem her. Inwiefern tut dir das weh, wenn deine Kinder darunter leiden? Wenn Mama gestresst ist, dann weiß ich, dass ich dann vielleicht auch mal barsch oder harsch bin. Das möchte man ja eigentlich nicht, ne? Ich glaube, das kennt jedes Elternteil, dass man mal irgendwie nicht ganz so super Chichi-Koko, sagt man bei uns in der Familie, ist, ne? So Heititai, alles super, aber sie verdienen es nicht. Weil sie leiden dann unter, und das meine ich unter Selbstreflexion, den Stress, den sie von mir bekommen, der ist ausgelöst in mir durch etwas, womit sie gar nichts zu tun haben. Wenn sie irgendwas gemacht haben, wo ich mich drüber ärgere, dann sind sie der richtige Adressat. Aber sie dürfen nicht irgendwie angemaunzt werden, weil ich jetzt gerade zu viel zu tun habe und mein Zeitmanagement nicht unter Kontrolle. Das sind für mich zwei wichtige, unterschiedliche Paar Schuhe, ne? Ja. Bist du eine Mutter, die auch im Nachhinein sagt so, hey, lass mal kurz sprechen, weil das, was ich gemacht Definitiv. habe, ja, ne? Ja. Okay. Das habe ich auch wieder unter dem Punkt Selbstreflexion gelernt. Immer wieder abholen die Kinder und sagen, hey Mäuse, das, was gerade gelaufen ist, das ist aus der und der Situation resultiert. Es tut mir furchtbar leid, ihr hattet damit nichts zu tun, aber ich hoffe auf euer Verständnis in dem Sinne, dass da ich von außen getriggert war und konnte da gerade gar nicht anders als zu reagieren. Das suche ich, also auch da wieder Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ja, ich finde, da gibt es einen ganz tollen, also jetzt, Trick ist vielleicht das falsche Wort, aber ein Tool vielleicht. Kann man an sich überall anwenden. Das ist auch sehr, sehr spannend, wie das wirkt. Wenn man, sagen wir, wenn man aus der Haut gefahren ist, das Kind ein bisschen zurechtgestutzt hat und das, man merkt, dass es geknickt, aber es geht jetzt gar nicht anders, weil direkt jetzt steht etwas an, da muss man rein. Man macht das auch und man kommt zurück und sagt, hey, lass mal kurz reden. Ich will dir kurz erklären, warum ich so gerade zu dir war. Und dann kommt der Satz, der fängt immer an mit, kannst du dir vorstellen, dass? So, letztendlich ruft man eine Meinung ab
Das Ego geht auch an im Sinne von, ah, ich werde gefragt, wach sein. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt gerade hier am Arbeiten bin und telefoniere und du prescht einfach rein, dass ich dann mehr oder weniger außer Haut fahre, je nachdem, wie wichtig das ist, auch wenn es vielleicht nicht ganz richtig ist von meiner Seite. Aber kannst du das verstehen? Es wäre hilfreich, wenn wir dran arbeiten oder je nachdem, wenn es ein Kind ist, dann sagen wir, okay, es wäre einfacher, wenn wir uns ein bisschen abstimmen, wenn ich telefoniere, dass du leise bist oder nicht einfach durch die Tür stürmst. Ja, so, und dann die Mahnung abrufen. Und das funktioniert so häufig, das mache ich mit meinen Jungs halt auch. Mittlerweile habe ich überhaupt keine Themen, wenn ich jetzt zum Beispiel so wie hier jetzt live bin. Jetzt sind meine Kids natürlich nicht da, sind in der Schule so, aber es ist wesentlich einfacher, wenn man die richtigen Fragen stellt. Finde ich. Anstatt zu sagen, das und das war falsch von dir, das und das war falsch von mir, aber verstehst du das? So, dann ist das so, ja, okay, Fakten sammeln. Und für Kinder ist es, glaube ich, schwer. Wir machen das in ähnlicher Art und Weise, wenn es um gegenseitige Nägeligkeiten der Mädels geht, dann sage ich immer, kannst du dir vorstellen, wie du dich jetzt fühlen würdest, wenn deine Schwester das andersrum so macht? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und andererseits ergänzend dazu, bei uns gibt es klare Regeln. Dann, meine Tochter hatte heute Morgen später Schule. Wir waren für den Podcast verabredet. Ich wusste, sie muss 29 aus dem Haus. Dann habe ich gesagt, Mäuschen, ab dann und dann sind die Türen zu. Ich verabschiede mich jetzt von dir. Nur wenn das Haus brennt, darfst du noch mal reinkommen, so ungefähr, ne? Und ich glaube, diese klaren Regeln, klaren Absprachen, die sind in der Familie genauso wie im Unternehmen wichtig. Im Unternehmen muss man genauso den Mitarbeiter, damit er sich auch in seiner Verantwortung, in seinem Bereich wohlfühlt, klare Regeln geben. Was darfst du? Bis wohin darfst du? Und wo darfst du auf keinen Fall überschreiten? Weil dann gibt es in Anführungsstrichen Ärger und du fühlst dich irgendwie, als hättest du einen Fehler gemacht. Wenn diese Regeln und dieses Ordnungssystem nicht funktioniert, ja, wie soll ich dann von meinem Mitarbeiter erwarten, dass er nicht irgendwo entweder zu wenig macht oder über die Stränge schlägt und dann wir ein Gespräch suchen müssen? Also auch da wieder, dass der Vergleich zu Kindern Grenzen setzen, Verantwortlichkeiten, ja, Sehr genau. schön. Ich finde, du beschreibst es sehr schön. Anscheinend hat dein Vater eine starke Wirkung gehabt, weil du redest nicht ein einziges Mal in der Zeit, die wir jetzt haben, um den heißen Brei. Du kommst immer auf den Punkt. Und das Ach, finde ich sehr, danke. ich finde es sehr angenehm. Es fällt schon auf, weil ich habe da auch eine Abneigung gegen, wenn man einfach 3 Jahre rumeiert und mittlerweile grätsche ich wirklich rein und sage, okay, stopp mal ganz kurz. Was möchtest du mir sagen? Ja, das erkläre ich doch. Auf jeden Fall vor 4 Wochen, und dann erzählt sie die ganzen 4 Wochen oder eher. Ich denke mir, stopp, nochmal. Ich brauche jetzt nicht den ganzen Kontext. Sag es einfach prägnant und dann weiß ich Bescheid und dann kann ich dir eine Antwort geben. Ja, aber dann wird das manchmal zurückgespielt im Sinne von, hast du keine Geduld dafür? Was ist los? Hast du schlechte Laune? Ich denke mir, okay, wie kommst du jetzt da drauf? Ja, das ist halt, manche Menschen sprechen einfach eine unterschiedliche Sprache. Ich finde es Wenn ganz wichtig, da möchte ich ganz gerne noch was kurz sagen, weil auch auf LinkedIn gab es unnötige Meetings und so weiter. Und ich bin bekannt dafür, dass man bei mir pünktlich anfängt und dass ich die Dinge dann durchackere. Und ich lasse dann bewusst keine Zeit für Rumgeschwafel, weil ich möchte in diesem Meeting, unsere Zeit ist allerkostbar, Ergebnisse erreichen, ne? Resultate. Und dann kann man sich auf einen Kaffee hinterher, kann man sich quatschen und dafür gibt es auch unsere Frühstücke und alles. Aber wenn ich mich irgendwie treffe oder mit irgendwem was besprechen möchte, dann ist das rein ergebnisorientiert. Und Ja. dann brauche ich keine Ausschweifung. Also, ja, genau. Ja, super. Das finde ich klasse. Ich habe das Gefühl, dass du eine gewisse intensive, aber sehr weiche, für mich wahrnehmbare, finde ich, für mich wahrnehmbare Vorwärtsdynamik hast. Also du bist wirklich so, also du bist nicht das Thema getrieben, weil ich finde, das ist dann so eher schon wieder so ungesund. Sondern du hast eine gewisse Vorwärtsdynamik, weil du dein Ziel kennst, weil du weißt, was zu tun ist, was zu erledigen ist, was es dafür braucht. Liege ich da richtig? Hast du eine Vorwärtsdynamik, weil du ein bestimmtes Ziel hast? Also gibt es da bei dir, für dich privat oder auch beruflich, ein Ziel, wo du darauf zuarbeitest? Ja, also was heißt, klar, ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie diese Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren, die hätte ich früher schon nicht beantworten können, irgendwie, weil ich das auch so gerade in den heutigen Zeiten, man weiß, was weiß ich, was in 5 Jahren ist. Das hat mir mein Mann vielleicht auch so ein bisschen mitgegeben, der hasst ja diese deutsche Verplantheit.
Und sagt immer, wieso hast du jetzt Ostern schon den Urlaub gebucht? Ich wollte doch was ganz anderes machen, so ungefähr. Ne? Der ist ja dann italienisch spontan. Vielleicht hat das auch ein bisschen reingespielt in diese meine jetzige, wie ich jetzt bin. Keine Ahnung. Aber generell, klar, ich habe das Ziel, ganz tolle Kinder großzuziehen, also eine gute Mutter zu sein. Die kann man nur durch Vorbild sein. Und ich habe das Ziel, das Familienunternehmen vielleicht, wenn meine Töchter wollen, in die nächste Generation zu bringen. Und das ist ja ein hehres Ziel. Da habe ich ja viel zu tun, dass wir das so wertschätzend weiterbringen, dass es dann auch noch da ist in weiß nicht wie vielen Jahren. Also das sind ja schon wichtige Ziele, Ja. die ich da im Kopf habe. Ja. Kriegen deine Töchter auch mal Gespräche über die Arbeit mit am Esstisch? Oh ja, das ist natürlich das, was halt Manko, wenn man als Mann und Frau zusammenarbeitet und oder auch Opa noch, ne? Und das manchmal sagen sie dann, jetzt aber mal nicht Firma, Mama. Nein. Aber auf der anderen Seite sind sie super interessiert, verfolgen das emotional mit, freuen sich mit uns, sind traurig mit uns, fragen total viel nach. Und das finde ich eigentlich wunderbar. Die müssen das nicht übernehmen. Mein Vater hat nie gesagt, du musst das übernehmen. Aber ich glaube, dadurch wird dann ja auch intrinsisch irgendwie so ein Interesse geweckt, was es dann vielleicht auch später leichter macht, diese Entscheidung zu fällen. Also die kriegen viel mit, ja. Die leben das täglich quasi. Aber es Wunderschön. ist auch normal, ne? Und Ja, nur nicht in der Durchschnittswelt, finde ich, weil das ist so dieses, an Esstisch wird nicht über Arbeit geredet. Ja, also permanent, da darf man nicht. Das ist fast schon wie so ein Verbot bei vielen Menschen, nicht bei allen, aber bei sehr vielen Menschen. Und es wird dann halt auch nicht über Arbeit geredet, weil man will sich hier entspannen. Also das zeigt ja auch, dass Arbeit unentspannt ist. So, ich denke ja, das mir. stimmt, ja. Es ist eigentlich eine total verkorkste Sichtweise, weil wir sollen doch unseren Kindern vorleben, die müssen doch irgendwas finden, wo sie später glücklich sind und wo sie sich selbst finden können. Und da muss Arbeit dazugehören. Und wenn man jetzt schon sagt, es ist so wie dieser blöde Satz, jetzt fängt der Ernst des Lebens an, wenn die zur Schule kommen. Ja, wo soll denn Schule und Lernen dann noch Spaß machen? Also auch da wieder Sprache, wie machtvoll Arbeit. Arbeit soll erfüllend sein, Arbeit soll dich bereichern, Arbeit soll dir dann natürlich noch die Möglichkeit geben, das zu verdienen, dass du das ausgeben kannst, was du dir leisten möchtest. Aber in erster Linie soll es dich doch ja wirklich glücklich machen, ne? Ja. Ich hatte ein Gespräch vor einem halben Jahr mit einer Frau aus der Schweiz. Das Gespräch wurde ein bisschen verschoben auf 23 Uhr oder auf 22 Uhr. Und es war also eine Mischung aus privat und beruflich. Und irgendwann, so ich gehe auch gegen 11:30 oder so, sagte sie einen Satz, der gar nicht so untypisch oder ja, nicht untypisch war, aber ein Wort war einfach komplett anders, als der Durchschnitt das benutzt hätte. Sie sagte, Patrick, ist es schon spät? Ich will jetzt auflegen, oder ich werde jetzt auflegen, weil ich will morgen um 4:20 Uhr aufstehen. So, das ist das Unterschied. Der Unterschied ist, will und nicht muss. Ich will morgen um 4:20 Uhr aufstehen, weil mein Flugzeug geht um 7:30 Uhr. So. Und ich denke mir, ich habe das mir, während sie das gesagt hat, klang das noch so zweimal nach. Ich sage, interessant. Und sie, was denn? Ja, dass du das Wort will benutzt und nicht du musst um 4:20 Uhr aufstehen. Das ist eine innere, also eine ganz andere innere Haltung zu dem, was sie vorhat. Definitiv. Ich hätte in dem Fall, glaube ich, muss gesagt. Ja, also Thema bewerten, das muss man jetzt auch nicht Ja. wieder bewerten, aber es fällt dann schon auf, wenn jemand einfach Ja. völlig gelassen sagt, oh ja, ich will um 4:20 Uhr aufstehen. Ja, weil anscheinend etwas Positives, Schönes ansteht. Ja, und witzigerweise war das die Arbeit. Also das ist. Und weißt du was? Ich glaube, das ist das, was in Deutschland oft belächelt wird mittlerweile, also immer noch. Genau diese Haltung, wo man dann denkt, ich weiß, wie soll ich das jetzt formulieren, diplomatisch, politisch korrekt, dass man in einer Sphäre ist, die so drüber ist, dass man das so erlebt, wie sie es jetzt erlebt. Und man wird quasi dafür belächelt, dass man so gelassen ist, so nach dem Motto, ja, das ist ja nicht so richtig, ne? So, also wenn man so mit sich selbst im Reinen ist, das ist ja schon fast nicht mehr richtig. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das ist schon so. Eigentlich ist es doch toll, wenn jemand mit sich selbst im Reinen ist und eine innere Gelassenheit hat. Da sollten wir doch alle hinkommen. Aber Ja. dieses andersrum, ich bin gestresst, ist ja auch modern, ne? Also war ja auch immer so ein, ich glaube, da kommen wir aus dieser sehr großen Leistungsorientierung. Wenn ich sagen kann, ich bin gestresst, bin ich produktiv, leiste ich was.
Ich nehme mich da selber ganz auch gar nicht von aus. Ne? Ich weiß nicht, ob das unsere Generation ist. Dann kommen wir, ach, da können wir jetzt so stundenlang drüber diskutieren. Dann kommen wir zu Gen Z. Die haben wir genau zu denen gemacht. Die sehen genau das, was wir eigentlich nicht wollen, dass wir so gestresst sind. Und jetzt werfen wir ihnen das vor. Nee, wir haben genau das gezeigt, was nicht richtig ist. Also super spannender Prozess auch, ne? Ja, absolut. Ich finde es auch interessant, wie weit manche junge Menschen sind, also vom Kognitiven her, wo ich mir denke, wow, also das hätte ich mir schon echt gewünscht in dem Alter, dass ich da so weit gewesen wäre. Und gleichzeitig sind die aber auch so extrem gestresst oder weit weg von dem, was man Realität nennt, fliegen irgendwo anders rum. Und ich denke mir, das ist, viele haben, glaube ich, auch keine richtige Orientierung, weil sie ihre eigene ID noch gar nicht richtig gefunden haben. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wo will ich hin? Was begeistert mich? Wann, bei was leuchten meine Augen? Wann habe ich das letzte Mal mich so kaputt gelacht, dass ich Bauchkrämpfe gekriegt habe? Ja? Man kann sich gar nicht mehr daran erinnern. Oder wann hast du dich das letzte Mal gefreut für jemanden, der auf deiner Straßenseite stand? Weil da was gewesen ist, was Schönes. Oder wenn sich ein Pärchen küsst, denke ich mir, wow, okay, das ist echt authentisch. Das ist nicht im Sinne von, die gehört mir oder oh, endlich mein Held, ja, sondern wirklich authentisch, tiefgehend, dass man sich auch für andere freut. Kaum jemand spricht. Ich habe das Gefühl, viele sind da drin, ich weiß es besser, ohne es zu sagen. Ich weiß vieles besser, deswegen sind auch viele unbelehrbar. Und wenn man unbelehrbar ist, dann kommt man ganz schnell an Probleme mit dem Namen Realität und dann kriegt man wirklich einen Knüppel zwischen die Beine und man fliegt auf die Nase und fragt sich, wer hat das gemacht? Nicht, was habe ich nicht gesehen oder was kann ich ändern, sondern wer war das? Ja, also ohne, dass man es ausspricht. Viele Menschen verhalten sich so und merken erst spät, 30, 35, 40, auch vielleicht noch später, dass es mit denen selbst zu tun hat. Und dass es hilft zu sagen, oh, das liegt an mir. Oh Thema Mann. Selbstreflexion hatten wir jetzt heute ein Ja. paar Mal. Ja. Ja. Und das, wenn man ein Umfeld hat, mit dem man sich darüber austauschen kann, ob Familie, Freunde, whatever, auch Arbeitskollegen, dann hilft das enorm. Es gibt so einen Schub. Und da komme ich an so einen Punkt, weil viele sagen, es gibt keine Abkürzung zum sogenannten Erfolg. Und ich denke mir, doch. Also A muss man definieren, was ist für jeden einzelnen Erfolg. Es muss nicht Geld sein. Aber wenn man einen Psychologen hat, einen Therapeuten, einen Mentor hat, einen Coach hat, oder einfach nur ein sehr, sehr gutes Umfeld hat, dann ist das eine Abkürzung in eine bestimmte Richtung oder in mehrere Richtungen. Ne? Definitiv. Das Ja. find ich schon interessant. Weil auch da ist ja nicht schlimm, wenn man das nicht alleine kann, oder? Also es ist doch toll, wenn man sich da die Möglichkeiten schaffen kann, dass einem jemand den Weg ein bisschen aufzeigt, begleitet, unterstützt. Weil wofür gibt es Unternehmensberater? Weil wir betriebsblind im Unternehmen irgendwelche Prozesse so schnell nicht finden. Oder Kundenkritik ist für mich auch immer so. Wenn ein Kunde mir was sagt, ist das für mich kostenlose Unternehmensberatung. Natürlich höre ich da erstmal hin, ne? Oder Mitarbeiter oder wie auch immer. Muss ja nicht viele teure Berater. Aber genau das Gleiche gilt doch für uns als Person. Warum? Ich bin doch auch betriebsblind. Ich bin so in meinen Mechanismen und meinem Handeln gefangen. Das muss man sich mal klar machen. Unsere Gehirnwindungen sind ja auch so, dass wir durch Routinen das alles leisten können, was wir als Mensch leisten. Sonst könnte ich nicht Auto fahren, telefonieren und meinen Kindern hinten noch sagen, jetzt sei aber still, weil das alles Routine ist. Und das ist so eingefahren, das wieder loszubröckeln, da kann es durchaus sein, dass man da auch jemanden von außen braucht. Davon gehe ich mal aus, ja. Ja, häufig. Ich meine, letztendlich sieht man es auch wieder im Privaten. Kinder brauchen Eltern. Eltern brauchen vielleicht die eigenen Eltern oder, ne, also man braucht immer andere. Sonst hätte doch jeder einzelne Mensch einen eigenen Planeten und ein Raumschiff, das man sich besuchen kann. Aber wir sind alle auf einem Planeten. Und wir sollten mehr Interesse, finde ich, für die Menschen haben, die um einen rum sind. Das heißt nicht, dass man sich selber aufopfern muss, aber dass man. Ich finde auch bei Fragestellungen zum Beispiel, ich frage mittlerweile Menschen, die nicht so nah an mir dran sind, sage ich auch, wie geht's dir? Aber aufrichtig. Und Menschen, die mir nah dran sind, mit denen ich häufig Kontakt habe, die ich eher auch tiefgehend kenne, frage ich dann eben halt, wie fühlst du dich? Schöner Unterschied, ja. Ja, das ist so, weil viele kommen dann eher zum Nachdenken und dann an sich ganz gut, aber eine Sache nervt gerade, aber lachen dabei. Ja, das ist so. Das ist dann so ein richtiges Feedback, wo ich denke, ah, okay, jetzt habe ich so ein Bild davon, wie es dir wirklich geht. Keine Floskel. Genau, wie geht's? Und die schlimmste Antwort auf diese Frage ist, muss ja. Ich denke, oh, da merke ich in mir,
Ich muss mich zurückhalten, weil das mir tut das weh, wenn jemand sagt, muss ja, aber gleichzeitig muss ich unterscheiden. Es ist nur so ein Automatismus. Das muss nicht so schlimm sein, wie sich das anhört. Und die Leute auch lassen, wie sie sind. Ne? Das ist halt auch so ein Punkt, wenn man ein bisschen, ich sag's mal, ein bisschen weiter ist, vorsichtig gesagt, dass man die einfach auch lässt, dass man nicht jeden irgendwie auf die Nase binden muss. Hör mal zu, wie du redest oder was du da sagst. Aber es ist crazy, die Sicht auf das eigene Leben und die Möglichkeit, wie man besser leben könnte, theoretisch. Wenn man will. Wenn Ne? man, ja, wenn man sich beschäftigt. Ja. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde gerne einmal nochmal wissen, was ist so deine Energiequelle? Sind das deine Kinder? Ist das deine generelle Familie, dein Mann? Sind das verschiedene Dinge oder ist es nur eine Sache? Also ich denke, in erster Linie ziehe ich Kraft aus der Familie, definitiv. Aber so, wenn du mich so ein bisschen dahinter fragst, was ist so mein Antrieb und mein Motor, dann ist es dieses Gefühl, etwas erreichen zu können, zu dürfen und was bewegen zu dürfen und zu können. Und ich sage auch bewusst können und dürfen, weil ich es ja auch nicht unbedingt immer erreiche. Aber dieses Machen, was wir auch schon hatten, das gibt mir unheimlich viel. Dieses Gefühl, nicht machtlosig zu, also machtlos zu sein, eine Machtlosigkeit, gerade in gewissen Situationen, die die Welt heute so beschreibt. Da ist es mir ganz wichtig, dass ich im Kleinen nicht diese Machtlosigkeit spüre und dass ich sehe, ich kann was erreichen und das treibt mich an. Ne, es muss ja nicht mal was Großes sein, aber ja, auch die kleinen Dinge, die geben mir unheimlich, ja, Antrieb. Und das ist auch ein, ja, und dann halt auch ein Feedback, was man bekommt, wenn man was erreicht im Kleinen, egal was. Ne? Und das ist, ja, ich glaube, dieses Machen ist ein Motor für mich, dieses Produktiv sein hört sich so blöd sein, aber blöd an, das hört sich so negativ wieder an, aber du weißt, was ich meine, worauf ich hinaus will, oder die Hörer und Hörerinnen hoffentlich auch etwas bewegen können, etwas zurückgeben können, das ist mir auch so wichtig. Das habe ich vielleicht schon ein paar Mal heute gesagt. Privilegiert sein heißt auch, sich bewusst zu sein, dass es anderen nicht so geht. Und deswegen ist es mir ganz wichtig und dafür stehe ich. Und da mag mir jeder sagen, ja, das machst du nur aus den und den Gründen. Nein, dafür stehe ich. Ich möchte gerne was zurückgeben, weil nur dann dreht sich die Welt auch irgendwie weiter. Absolut, definitiv. Wenn ich jetzt ein bestimmtes Wort raushaue, würde ich gerne mal deine erste Reaktion hören. Das Wort hatte ich, glaube ich, ein paar Mal benutzt. Bedeutsamkeit. Was löst das in dir aus? Das ist wichtig, ne? Also, weil das spielt ja so ein bisschen auf das, was ich gerade gesagt habe. Wenn man etwas bewegt, dann hat man eine gewisse Bedeutsamkeit. Und die bedeutet, ich möchte einen Impact. Für mich ist dieses Wort Impact eigentlich ganz toll im Englischen, ne? Ich möchte einen Impact hinterlassen, eine Fußspur auf dieser Welt, die eine Bedeutung für, und wenn es nur für eine Person ist, der ich, weiß ich nicht, in der Suppenküche helfe ich manchmal aus, ein Lächeln aufs Gesicht zauber, weil ich den Tag oder ihr zugehört habe, dieser Person, und ins Gespräch gekommen bin. Ich glaube, für diese Person war ich an dem Tag bedeutsam. Und für meine Kinder möchte ich bedeutsam sein. Also ich finde, es ist ja nichts Schlimmes, Bedeutung zu haben. Oftmals wird auch das wieder so nach unten, so selbstdarstellerisch, ne? Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte eine Bedeutung haben im Sinne von Bereicherung. Positive Bereicherung von Leben, Situationen, wie auch immer, von anderen Menschen. Ja. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Okay. Dann gehe ich jetzt mal noch tiefer. Bin gespannt, wie du darauf reagierst, weil das sehr auch persönlich ist. Wenn du am Ende deines Lebens bist, auf dem Sterbebett und deine Kinder stehen nebendran, was würdest du aus heutiger Sicht zu denen sagen wollen? Ihr seid gut so, wie ihr seid. Schön. Was ich auch immer sage, vielleicht ich war zu schnell, aber das geht ins Gleiche. Ihr seid ein Geschenk für diese Welt. Weil ich glaube, daraus ziehen sie unheimlich viel Selbstbewusstsein und das kann man den Kindern nur mitgeben. Da ist auch ganz viel Bedeutung mit drin, ne? Bei Auf Bedeutung. vielerlei Schichten, ne? Ja, Ja. das stimmt. Dann tauchen wir wieder ein bisschen auf. Wir kommen ja, wie gesagt, schon zum Ende. Was kann man von dir jetzt noch so in der Zukunft sehen? Oder was steht noch so an? Was kommt da noch von deiner Seite, beziehungsweise auch von der Firma? Ha, wir sind ja nicht umsonst, das sage ich auch mit ein bisschen Stolz, Technologievorreiter, und die Rolle möchten wir auch immer
innebehalten. Und da stecken wir natürlich viel Ressourcen auch rein, dass wir weiter den Markt technologisch antreiben. Und da haben wir für dieses Jahr auch noch was in petto. Das kommt, denke ich. Dann wollen wir hoffentlich das Gerichtsverfahren abschließen. Also da wird's bei uns wird's nicht langweilig. Sehr schön. Menschen, die jetzt mehr über dich erfahren wollen oder auch in Kontakt mit dir treten wollen, finden dich natürlich auf LinkedIn. Das verlinke ich natürlich auch nochmal. Gibt es sonst andere Möglichkeiten, dich zu kontaktieren? Das ist per E-Mail oder per Telefon wahrscheinlich eher weniger, ne? Bisher Ja, wenn sehr. man auf meine Website, unsere Hauschild-Website geht, findet man sowieso die Kontaktdaten. Ansonsten E-Mail können wir sonst auch meine private in, sagt man, Shownotes, glaube ich, ne? Ja. Hinterlassen. Aber ja, LinkedIn ist eigentlich, ich antworte auch immer relativ schnell. Ja, okay. Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Gefühl von dir, Mareike, ist dann eben halt, dass du wirklich echt eine entspannte Frau bist, eine entspannte Unternehmerin, auch anscheinend eine entspannte Mutter bist, mit einer guten Sicht auf die eigene Realität, möchte ich jetzt mal meinen. Wir kennen es jetzt nicht wirklich. Nur, ich denke, die Menschen, die jetzt sagen, okay, da würde ich gerne mal reingucken oder mich mal melden, meldet euch, kontaktiert, einfach loslegen und gucken, weil das ist ganz entspannt. Sucht Hausschild denn noch Mitarbeiter oder? Ja, definitiv. Also wir haben gerade auch Nachfolge, ne? Generationenwechsel. Bei uns gehen viele in Rente, im Bereich Vertrieb, auch im Bereich der Produktion. Also, und gute Leute, denen schaffen wir auch Positionen. Auch das gibt es bei uns Unternehmen. Da hatten wir jemanden, wo wir gesagt haben, die ist eigentlich überqualifiziert, die Person, dann drehen wir das irgendwie so, weil wir wissen, War of Talents ist auch bei uns nicht unbekannt. Die wollen wir haben. Dann wird das irgendwie, und das ist ja das Schöne an einem Familienunternehmen, die Flexibilität, ne? Die Organisation umzustricken, ohne zu revolutionieren, auch das ist dann ja möglich. Okay, welche Positionen sind gesucht bei euch? Aktuell definitiv im Vertrieb in Süddeutschland, und in der Produktion Mechatroniker und Elektroniker. Ja, das sind so die wichtigsten, Okay, sage ich. sehr schön. Dann kommen wir jetzt wirklich zum Ende. Hast du eine Anregung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Ich glaube, wenn ich das jetzt so ganz schnell zusammen rückblickend anschaue, was wir besprochen haben, erstens geht nicht zu hart mit euch ins Gericht. Zweitens, jeder kocht nur mit Wasser. Und drittens, eine gesunde Portion mit sich selber zu beschäftigen, kann in ganz viele Belange so viele Knoten lösen. Man muss nur hinschauen und auch dann findet man erstens die Knoten und dann kann man sie auch lösen. Aber die Bereitschaft dazu da zu sein. Und das ist im Berufsleben wie im Privatleben. Ich glaube, das ist eine ganz goldene Regel, dass man einfach hinguckt und nicht immer nur im Außen Sehr schön. Mein Satz dazu ist immer, alles beginnt mit dir. sucht. Sehr schön. Noch besser auf den Punkt gebracht. Siehst du, du bist da besser als ich. Ja, ich alles beginnt mit danke dir. dir. Ich danke dir für deine Zeit, für den ganzen Input und auch vor allem für deine Perspektiven und auch danke explizit für auch deinen privaten Einblick ein bisschen. Das ist nicht so selbstverständlich, denke ich. Und auch für die Zuhörer, falls Fragen da sind, schreibt gerne, kontaktiert gerne Mareike. Und ich würde sagen, ich sage Dankeschön an alle, die zugehört haben. An dich, Mareike, Dankeschön und sage bis zum nächsten Mal. Ich sage auch danke, es war super spannend. Vielen Dank und tschüss. Wenn auch du mal interviewt werden willst, weil du etwas Besonderes erlebt hast, was dich hat wachsen lassen, dann melde dich gerne unter podcast@mindleaderconsulting.com. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Hab einen angenehmen und inspirierenden Tag. Dein Mindleader Coach. Bis zum nächsten Mal.